Gelernt in der Schule, dann später vergessen, in der Lehre nicht viel begriffen. Brenzlig werden die Dinge erst immer danach. Angefasst und festgehalten, die Liebe im ersten Sommer. Verloren noch immer ein Begriff, woran es klar. Laura Schwengber stellt dar, was andere nicht hören können. Die studierte Gebärdensprachdolmetscherin übersetzt Konzerte für Gehörlose. Hier ist sie für die Band Keimzeit im Einsatz. Ihre Küsse dachte ich, Honig süß, sind mir gewiss. Ihre Übersetzung geht weit über den eigentlichen Text hinaus. Bei Liedern zum Beispiel, in dem es um das Meer geht oder im Schiffe, beschreibe ich dann nochmal genau, wie sieht das Schiff aus, wie groß ist das Segel, welches Holz ist das, wie viel Maserung hat das. Also diese ganzen Details, die so in dem Lied zwar nicht vorkommen, aber durchaus sich so einflechten. Selbst wenn es keinen Text gibt, versucht die 23-Jährige, Emotionen und Stimmungen eines Liedes detailgetreu einzufangen und in Gebärden umzusetzen. Ganz egal, ob ruhig oder rockig. Allein die Lautstärke, das Publikum, das da vor einem steht und einfach mitjubelt, das ist unglaublich. Das hatte ich natürlich sonst so nicht. Stellen Sie sich eine Podiumsdiskussion in der Politik vor. Wenn das Publikum so applaudiert, würde ich mir Sorgen machen. Insofern ist das natürlich eine ganz besondere Situation, auch für mich als Dolmetscherin. Das Dolmetschen von Konzerten ist noch nicht sehr verbreitet. Dabei wäre der Bedarf groß. Allein in Deutschland sind 80.000 Menschen taub, rund 16 Millionen schwerhörig. Bei diesem Konzert sind zwar nur vereinzelt Gehörlose anwesend, doch die sind von Laura Schwengbers Auftritt begeistert. Alle drehen sich weg, wenn ich was sag. Also ja, durch die Gebärden kommt einfach auch die Stimmung total gut rüber. Also viel Emotionen auch, die man mitkriegt. Also und ohne Dolmetscher wäre es ja auch einfach irgendwie still und man würde gar nicht verstehen, worum es eigentlich geht. Und mit der Dolmetscherin ist es natürlich viel, viel angenehmer. Ich hatte richtig Gänsehaut jetzt, weil ich den Text verstehen konnte und weil ich den Inhalt der Lieder verstehen konnte, weil es einfach zusammengepasst hat. Das war richtig, richtig toll. Du verstehst mich nicht, du. Für ein Konzert dieser Art benötigt die Berlinerin im Durchschnitt mehrere Wochen Vorbereitungszeit. Jede Strophe lernt sie auswendig und findet die passende Gebärde. Verstehst mich nicht, an und für sich ist das nicht schlimm, warum nimmst du's nicht einfach? An und für sich ist das nicht schlimm, warum nimmst du's nicht einfach? Ein Erlebnis, das Hörende und Gehörlose gleichermaßen mitreißt. Dankeschön.